Servus liebe Wehrmann-Anhänger. Heute mag ich euch mal ein Modell aus unserem vielseitigen Sortiment vorstellen. Das ist unser Aluprofi STK. Das ist mal das Modell, 57 Kilo Gesamtgewicht ungebremst, Ladeflächenmaß 2 Meter auf 1,80 Meter. STK in dem Namen bedeutet Stirnwand klappbar. So heißt, ihr könnt vorne die Bordwand wunderbar aufmachen und auch eine längere Ladung, die über die 2 Meter Ladefläche hinausging, nach vorne wunderbar durchladen. In der Kombination mit Stirnwandklapper ist das zweite die Reling obendrauf. Vorteil bietet die Reling, wenn ihr mal höhere Gegenstände habt. Nehmen wir mal als Beispiel einen Kühlschrank. Wenn es her ist, könnt ihr da super über diese Reling verzuren oder außenrum um den Gegenstand. Bietet immense Vorteile zur Ladungssicherung. Das ist immer ein wichtiges Thema. Ansonsten ganz normaler Siebdruckboden, ungefähr 1 cm dick, mit optimalen Verstrebungen unten drunter für super Punktbelastung. Vorne, hinten, in der Mitte auf der Achse sowieso. Zubügel drinnen. Bei dem Modell sind es 4 Stück pro Seite. Einzelradaufhängung, serienmäßig haben eigentlich alle unsere Modelle. Bedeutet super ruhige Laufleistung hinterm Auto noch, optimales Fahrverhalten. Ansonsten der Anhänger unten drunter wunderbar verstrebt, mehrere Verstrebungen drinnen für optimale Punktbelastung. Bedeutet, ihr könnt vorne, hinten, zentral alles beladen. An dem Anhänger kann eigentlich so nichts kaputt gehen. Genau, Bordwandhöhe haben wir 35 cm. Das Praktische ist hier, ihr habt die Einhängenase mit dabei. Bedeutet, Ladungsnetz, Planenabdeckung, sowas, kann mit Genie-Doppelhaken da gesichert werden. Bietet immense Vorteile. Bodenplatte, ganz normal bekannte Siebdruckplatte aus Holz, 1 cm dick. Soweit unverwüstlich und auch einfach austauschbar, falls einmal wirklich was passieren sollte. Genau. Ansonsten bietet der Anhänger dann bei der Heckansicht noch ein, zwei Überraschungen für euch und das darf ich euch jetzt mal zeigen. So, die Rückansicht bietet noch ein, zwei kleine Überraschungen für euch. Untere Bordwand natürlich zum Öffnen, ganz klar. Serienmäßig dabei zwei Abreißseile. So könnt ihr wunderbar unterwegs auch inklusive mit der Durchlademöglichkeit nach vorne auch nochmal nach hinten durchladen. Die Beleuchtung bleibt sichtbar. Gesetzliche Vorschriften sind eingehalten. Ansonsten könnt ihr ja die Abreißseile sind ganz einfach mit Karabiner gesichert. Könnt ihr auch aushängen und dann klappt die Bordwand, wie man es kennt, ganz nach unten. Das zweite, der Anhänger, sieht man hier, hat da zwei Bügel angeschweißt. Bedeutet, ihr könnt dieses Modell auch aufstellen. Es ist oft so, dass ein Platzmangel in der Garage oder in der Gartenhütte, wo der Anhänger hin soll. Und so könnt ihr den nehmen. Die Leuchten sind geschützt, aufstellen und an die Wand klappen und sichern. So, wie bereits erwähnt, vor dem Aluprofi STK gibt es viele verschiedene Größen, Gesamtgewichte etc. In dem Fall präsentiere ich jetzt mal den Aluprofi 1325 137 STK. Ladeflächenmaß 2,50 m auf 1,37 m, Gesamtgewicht 1300 Kilo. In dem Fall das Gestell und Plane ist 1,80 m hoch. Wir sprechen hier von Innenhöhe. Wir können das aber genau so hoch machen, wie ihr das haben wollt. 1,60 m, 1,70 m, völlig egal. Einfach auf uns zukommen, wir finden immer eine Lösung. Das Gestell und Plane ist vorne im Zickzackverschluss verschlossen. Man sieht hier ganz schön die Plane, der vordere Teil der Plane lappt über den seitlichen Teil drüber. Das heißt, wenn von vorne der Fahrtwind draufkommt, geht es über den Anhänger drüber und kommt nicht von unten in die Plane rein. An der Bordwand selber ist die Plane mit den Doppelhaken befestigt. Kennt man ja aus der Aluprofi-Baureihe die praktische Einhängenase, die wir haben. Und so ist ein schönes Beispiel, da sieht man, wie praktisch die sein kann. Genau, das ist jetzt die gebremste Variante mit 1300 Kilo Gesamtgewicht. Auflaufbremse von der Firma Alco, alles dabei, genauso wie die Bremse, die Achse, alles drum und dran. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ding mal von innen an, dass ihr seht, wie dieses Gestell wirklich aufgebaut ist. Jetzt sind wir bei der Heckansicht von dem Aluprofi. Da sieht man auch wieder schön Zickzackverschluss.
einfachste Weise, das Gestell und Beine zuzumachen und aufzumachen. Unten genauso in der Einhängenase von der Bordwand. Ist ganz einfach aufzumachen, das zeige ich euch mal. Einmal den Gummi da entfernen. Das gleiche auf der anderen Seite. Und dann ganz einfach den Zickzackverschluss öffnen. So macht man es ein bisschen einfacher. Genau, und schon können wir reinschauen. Da seht ihr jetzt ganz schön das Gestell, das Gestell für den Planenaufbau. Alles, die ganze Stahlkonstruktion verzinkt, die Holzeinstecklatten, die schützen die ganze Plane vom Flattern. Und so könnt ihr die Ware, die drin ist, trocken und vor allem sicher transportieren. So, nächstes Modell: Aluprofi 2030-151. Ladeflächenmaße 3 Meter auf 1,51 Meter innen. 2 Tonnen Gesamtgewicht, gibt es auch 2,6 Tonnen, 3 Tonnen, könnt ihr euch aussuchen. In dem Fall Tandembereifung, bedeutet dann automatisch Kotflügel aus Edelstahl, also nichts aus Plastik, ist um einiges widerstandsfähiger und macht da optisch ein bisschen mehr daher. Hier in dem Fall haben wir einen Kastenaufsatz mit Flachplane drauf, im Prinzip dieselben Bordwände einfach nur mal oben aufgesetzt. Durch das Eckrungensystem, was eigentlich die meisten Modelle bei uns haben, ist sowas super leicht zum Aufstecken, auch wieder zum Abnehmen. Flachplane, passend auf die Größe, für jedes Modell individuell angefertigt. Wird genauso über die Doppelhaken in der bekannten Einhängenase, die habe ich schon ein paar Mal erwähnt, eingehängt. Und so ist die Plane fixiert. Wie das Ganze funktioniert, beladen, entladen, das schauen wir uns mal an. So, jetzt sind wir bei der Heckansicht. Die Flachplane, ganz einfach zum Demontieren. Das kennen wir ja schon, das Gespül. Kann die nach oben kommen werden und nach vorne. Und so, je nachdem, was ihr beladen wollt, die Plane halt ganz runter machen oder nur weiter nach vorne schmeißen. Das ist einfach dann. Den Teil, den oberen Teil vom Kastenaufsatz, nimmt man raus, aufmachen, rausziehen, untere Bordwand kann man zulassen, kann man aufmachen, dementsprechend Ladung rein, unten zumachen, oben draufstecken, Plane wieder drüber und schon könnt ihr wieder losfahren. Nächster Anhänger, Aluprofi 7522-125. Der Anhänger, 2,50 Meter Ladefläche auf 1,25 Meter. In dem Fall Alukastenaufsatz und darauf ein Voll-Edelstahl-Deckel. Wie der ganze Deckel funktioniert, wie das innen ausschaut, darf ich euch gerne mal zeigen. Schaut es mal mit. Aludeckel ganz einfach aufzumachen. Schon geht es nach oben. Zwei Gasdruckdämpfer als Hebeunterstützung und dadurch auch bleibt der Deckel oben. So könnt ihr jetzt wunderbar einladen. Selbe Funktion wie beim Kastenaufsatz. Ihr könnt dieses Teil wegnehmen, unten aufmachen. Ihr könnt so ein Zeugtür laden. Ganz einfache Geschichte. Natürlich ist nicht mehr ganz einfach dann aufzukommen. Deswegen super einfacher Strick dabei. Verschlossen, fertig. So, das war jetzt das Gängigste, was es bei uns im Aluprofi-Bereich gibt. Wenn ihr Ideen habt, wie wir für euch den Aluprofi gestalten sollen, kommt gerne auf uns zu, schaut bei uns auf der Homepage, Facebook, Instagram, YouTube, ihr findet uns überall. Und dann schauen wir mal, wie euer Aluprofi ausschaut. Wir sehen uns. Wörmann. Wir sind Anhänger.